Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem Video, was niemand braucht, aber auf das wir alle gewartet haben. Und zwar habe ich euch neulich eine kleine Foundation-Sammlung gezeigt. Wir haben Foundations aussortiert und ich habe euch die Frage gestellt, ob wir mal alle Foundations mischen sollen. Nein, Quatsch. Wir haben geguckt, welche Foundation passt. Es waren nicht sehr viele. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal in dieser Ecke. Es war sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Und ich habe euch gefragt, ob ihr darauf Lust habt, dass wir alle Foundations mischen. Ich weiß, der Trend ist 2 Jahre her. Vor 2 Jahren hatte ich aber nur 2 Foundations. Heute sind das ein paar mehr geworden. Ich glaube, es sind mittlerweile 50 oder so. Und wir haben von Light Coverage, Can't Relate, bis Full Coverage, Love It, alles mit dabei. Und ich bin gespannt, wie das Ganze in meinem Gesicht aussehen würde. Entschuldigt bitte, dass ich eine Mütze trage. Meine Haare sind noch nass. Es ist 5.37 Uhr. Und ich muss vordrehen. Freunde, ich weiß, eigentlich sollte dieses Video nächsten Freitag online gehen, also diesen Freitag. Eventuell kommt es aber schon am Montag, weil das wichtigste Paket diesen Monat noch nicht da ist, mit etwas, worauf wir alle warten. Worauf wir wirklich alle warten. Deswegen verzeiht mir bitte, dass es heute vielleicht dieses Video gibt, was es vielleicht sonst am Freitag geben würde. Aber ich glaube, am Ende ist es egal. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, 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 sehr lustig werden wird. Ich bin optimal vorbereitet. Ich habe eine Schale, ich habe einen Pinsel zum Mischen und ich habe sehr, sehr viele Foundations. Und ich muss mir erstmal meine Hände eincremen. Stopp, es ist eklig, wenn die so trocken sind. Ich habe gerade meinen Beauty Blender sauber gemacht. Ich bin mir unsicher, wie ich es machen möchte, ob ich euch zu jeder Foundation was sage, vermutlich. Oder ob ich sie einfach so reinmache in mein Schälchen und das im Schnelldurchlauf mache. Aber es ist ja auch ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich werden wir das Ganze so ein bisschen mischen. Ich hoffe, dass der Platz hier ausreicht, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr zu diesem Trash-Video euch eure Zeit genommen habt und Lust darauf habt. Ich würde mich freuen, falls ihr mindestens einmal in dem Video gelacht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Aber das Spiel kennt ihr schon. Und wir fangen jetzt einfach an. Komm, was soll der Geiz? Ich greife hier einfach willkürlich in meine Kiste. Ich zeige es euch kurz und dann geht es los. Ich habe hier als erstes von Max Factor die Healthy Skin Foundation. Die ist sehr, 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 sehr hell. Ich gebe mir von jeder Foundation wirklich nur ein Spritzer rein. Das ist zu viel sonst. Ich weiß, dass das eh zu viel ist. Wahrscheinlich kann ich von dieser Masse Foundations ungefähr 3,5 Monate mein Gesicht abdecken. Ich bin aber gespannt, wie die Deckkraft ist. Weiter geht's mit der Hardcover Glow Foundation. Ich spritze sie einfach rein, das sehe ich so ein bisschen. Wie die Deckkraft ist, denn ich habe hier ja alles mit drin. Von sehr, sehr hellen Foundations bis sehr, sehr dunklen Foundations. Hardcover Glow in der Farbe 6. Und ich weiß nicht, irgendwie, ihr kennt mich ja mittlerweile so ein bisschen. Wenn ich das Gefühl habe, dass etwas für mich nicht richtig funktioniert, sei es Primer, sei es Foundation, sei es alles Mögliche, dann mische ich einfach. Ich mische einfach willkürlich alles, was geht. Und meistens funktioniert es dann. Das ist ja auch immer was, was ich euch so probiere, ein bisschen mitzugeben. Wenn etwas für euch nicht funktioniert, dann mischt einfach, Freunde. Mischt einfach. Hier haben wir beispielsweise die Veroni Foundation. Und jetzt können wir gucken, was das denn für ein Dupe sein soll. Ich glaube, die Veroni Foundation. Ja, da habt ihr den Beweis. Wir haben hier einmal die Giorgio Armani Luminous Silk. Ich finde die ganz, 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 ganz furchtbar. Und hier einmal die Veroni Foundation, die so viel Deckkraft hat wie, weiß ich nicht, sehr viel Deckkraft. Die Giorgio Armani irgendwie, sie sieht schön aus erst und so nach ein paar Stunden funktioniert sie bei mir nicht mehr. Also, falls ihr die Giorgio Armani habt, ihr könnt mir gerne mal die Hilfe in die Kommentare schreiben und mir schreiben, welchen Primer ich mit der Foundation benutzen soll und welchen Primer soll ich mit unserer ultimativen Foundation testen? Dann habe ich hier einmal die Anastasia Foundation. Ist okay. Die Revolution Conceal and Hydrate Foundation. Auch super, super schön. L'Oreal Infallible. Freunde, komm, ich mache jetzt hier mal ein bisschen schneller, weil das dauert hier ja sonst 3,5 Stunden oder was. Oh, hier. Das könnte das Ende der Foundation sein, weil das ist eine BB-Cream. 70 Euro Tom Ford. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also, ich swatche euch kurz. Die tut nichts. Die tut meiner Haut nichts. Und bei 70 Euro möchte ich, da erwarte ich, dass eine Foundation für mich die Steuererklärung macht, meine Miete bezahlt, Überweisungen tätigt, für mich einkaufen geht, meinen Schminkplatz putzt
Dior Skin Glow in 2WP. Die Foundation war die Foundation, wo ihr gesagt habt, die passt am besten. Ich stelle die nochmal raus. Beauty Blender Foundation, ob da noch was rauskommt. Oh ja. Wow. Shiseido Skin, Synchro Skin habe ich auch benutzt, aber benutze ich im Moment nicht. Das Problem ist, was ich habe. Ich habe hier ja so meinen Aufsteller. Ich filme euch das gleich ab und blende euch das ein. Hier stehen die Foundations, die ich im Alltag immer trage. Und sobald ich die in die Schränke da hinten, meine Schminksammlung kennt ihr, reinpacke, sind die aus meinem Kopf raus. Dream Satin Liquid. Also es ist schon eine Menge Foundation. Und ihr könnt sehen, wie unterschiedlich die Farben sind. Aber Freunde, ich vermute, dass das wirklich die optimale Foundation ist. Ich habe so ein Gefühl. Schreibt mir mal bitte jetzt in die Kommentare, haltet das Video an, wie ihr dazu steht. Was glaubt ihr? Wird die Foundation funktionieren? Was kann die Foundation am Ende? Wie wird es sein? Was ist euer Gefühl? Ich mache hier weiter. Misha Perfect Cover BB Cream. Habe ich nie benutzt. Ich glaube, ach ja, weil die Farbe, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das ist das graue Würstchen, was da oben so drauf liegt. Die ist grau. Also die ist halt, ich sage ja sonst immer, die Foundation hat die Farbe Wand. Die hat wirklich die Farbe Wand. Also, ich schwöre, wirklich. Warum ist die hier eigentlich noch drin? Die Estee Lauder Double Wear. Die ist schon so eklig. Die kommt jetzt raus. Wollte ich die nicht neulich schon wegmachen? Wet n Wild Photo Focus Foundation. Die gibt es jetzt auch in einer glowigen Version. Ich habe die aber noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Benefit Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Die habe ich gestern getragen. Die war so, so schön. Trage ich die heute? Das seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Ich denke mir so, ach, die ist schön, die möchte ich wieder tragen. Und am Ende trage ich sie nicht. Und die versauern alle. Deswegen bin ich ja auch mittlerweile so, so rigoros und sortiere die Foundations aus. Die nächste Foundation ist die Rival Triple Filter Foundation. Die hatte ich euch neulich in meinem Rival de Loop Video gezeigt. Und Freunde, die ist so, so schön. Die hat wirklich den ganzen Tag gehalten. So nach 6 Stunden wurde sie ein bisschen ölig und ich musste sie ein bisschen abmattieren. Aber das kann auch am Primer gelegen haben. Also ich kam damit aber sehr, sehr gut klar. Leider sind die Farben nicht ganz so gut. Aber vielleicht ist ja eine Farbe für euch dabei. Ja, das will, was machen wir denn hier? Maxim, sind dir deine Videoideen ausgegangen? Nicht ganz, aber die Pakete sind nicht da. Benefit Hello Happy Soft Blur Foundation in der Farbe 5. Wir wissen, dass ich nicht weiß, welche Farbe ich habe. Aber die ist auch schön. Das ist eine perfekte Foundation für den Sommer. Benefit Hello Happy, ich liebe sie im Sommer. Catrice, ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei denken, dass sie rausgeht. Ich bin demnächst nochmal bei Catrice und wir werden darüber reden. Das kann nicht sein. Ansonsten brauche ich einen Vorrat für die nächsten 30 Jahre, solange ich noch Make-up trage. Blutet mir das Herz. NYX Born to Glow war für mich ehrlich gesagt doch so ein bisschen Flop im Nachhinein. Farbtechnisch aber nur. Also der Effekt ist schön, aber sie hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie ich es mir gewünscht hätte, glaube ich. Also ich habe mir da mehr erhofft. Ich dachte, dass das irgendwie eine teurere Version von der Liquid Camouflage, von der HD Radiance ist, aber irgendwie war es das nicht. Dream Radiant Liquid, die mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich habe euch das Video neulich dazu gezeigt. Da hatte ich euch diese Foundation im Vergleich zu dieser Foundation gezeigt. Ich habe das Gefühl, ich habe zu jeder Foundation ein Video gemacht. Aber ich liebe Foundation-Videos. Und ich glaube, ihr könnt auch sehen, dass ich ein kleines Foundation-Problem habe. Und ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. Es ist so, so früh und eigentlich müsste ich im Bett liegen und schlafen. Zoeva Authentic Skin. Blub. Fenty Beauty Pro Filter. Blub. Und Freunde, das war's. Oder? Steht hier noch irgendwo was rum? Nö. So, ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis, wie das aussieht. Also ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Wir mischen mal. Es riecht aber spannend. Okay, wow, es ist dunkler geworden als gedacht. Okay, Freunde, das könnte die perfekte Farbe sein. Haben wir uns jetzt entschieden, welchen Primer wir benutzen? Ich sehe mich schon ab sofort jeden Morgen hier diese Foundations alle zusammen zu mischen, weil mir die so, so gut gefällt. Und wenn ich ehrlich mit euch bin, hatte ich auch eigentlich nicht vor, die Foundation heute wirklich den ganzen Tag zu tragen, weil ich Angst hatte, dass das nichts wird. Jetzt bin ich recht optimistisch. Die Konsistenz sieht perfekt aus. Das ist die, ich glaube, Sophia Negard heißt sie. Die hat das auch schon mal gemacht. Das war die Franken Foundation, so Frankenstein-mäßig. Und I'm living for that. Freunde, okay, welchen Primer benutzen wir? Wir haben jetzt matte Foundations drin, wir haben ölige Foundations drin.
Ich würde fast vorschlagen, wir nehmen gar keinen Primer, oder? Weil wir haben ja wirklich alles mit drin und ich habe Angst, dass ich einen Primer benutze und einer dieser Foundations muss nur schlecht mit dem Primer reagieren. Dann ist das Ergebnis verfälscht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt einfach an. Ich habe jetzt hier die ganzen Foundations an meinem Pinsel. Wahrscheinlich wird das hier schon ausreichen. Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, Full Coverage in the House. Ich glaube, das reicht schon erstmal. Okay, die Deckkraft ist doch nicht ganz so hoch wie doch schon. Wie gedacht, wollte ich sagen, aber schreibt mir bitte, Freunde, jetzt brauche ich euch. Jetzt brauche ich euch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie die Farbe ist. Ist das meine perfekte Farbe? Okay, also farblich würde ich jetzt behaupten, weil ihr könnt mir ja jetzt nicht live hier antworten, leider. Das wäre so eine schöne Funktion, ne? Aber wie soll das funktionieren? Ich muss sowas ja drehen. Sieht das Ganze sehr, 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 sehr gut aus. Die Deckkraft, würde ich jetzt wirklich sagen, ist eine Medium-Deckkraft. Ich kann so ein paar so ein paar Verwirrungen in meiner Haut auf jeden Fall noch durchsehen, aber jetzt nicht so doll. Also medium to full. Wir hatten natürlich auch ein paar leichtere Foundations mit drin. Und es kann natürlich sein, dass... Ihr habt es ja neulich mitbekommen. Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, was Matte angeht, ne? Aber kann es sein, dass Foundation sich die Deckkraft sich multipliziert und zusammenaddiert? So, wenn ich 10 deckende Foundations reinmache und dann 5 leichte, ist es dann eher deckend oder ist es dann eher leicht? Wahrscheinlich Medium, oder? Oh Gott, Freunde, bitte. Lyncht mich nicht in den Kommentaren. Ich bin nicht die Hellste. Mathe war nie meine Stärke. Ich fand es auch immer ganz, ganz schrecklich. Und ich erinnere mich noch, Freunde, falls ihr in die Schule geht, strengt euch an. Das ist wichtig. Ich weiß noch, im Abi, kurz vor Ende des Schuljahres, meinte dann mein Mathelehrer zu mir, Herr Giacomo, wir wissen beide, dass es für Sie nichts mehr bringt, wenn Sie hier weiter in den Unterricht kommen. Ich hatte Mathe nicht im Abi. Hier in Berlin müssen wir nicht unbedingt Mathe im Abi machen, sondern man muss es einfach nur bis zum Ende belegen. Und ich hatte Mathe halt auch nicht als Prüfung. Und demnach hat er mich dann wirklich, wirklich freigestellt. Ich hatte eine 3 oder eine 4. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich erwachsen bin, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Foundation ist eingearbeitet. Farblich bin ich schock. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, aber das ist einmal das fertige Ergebnis. Also, ich glaube, wir sehen alle, wie glowy diese Foundation aussieht. Wenn ich jetzt ein Foto machen würde, so no Make-up, Make-up, würde ich diese Foundation tragen, weil es aussieht, als hätte ich keine Foundation drauf, sondern als hätte ich mich ein bisschen eingecremt. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen über ein paar Stellen, wo ich noch etwas mehr Deckkraft haben möchte, weil sie hat schon eine recht hohe Deckkraft, aber jetzt nicht so ultra hoch. Ich bin so gespannt, wie die hält. Freunde, ich habe mir vorgenommen, wenn alles gut geht, lasse ich die Foundation heute drauf. Eigentlich warte ich gerade auf die Post, die mir das wichtige Paket bringt. Ich bezweifle aber, dass es heute kommt. Deswegen würde ich vorschlagen, ich lasse die einfach hier drauf, die gute. Ihr könnt ja eigentlich recht gut sehen. Ich stelle nochmal scharf, dann könnt ihr das genau sehen. Wie findet ihr das Ergebnis? Seht ihr irgendwie die Poren mehr? Wie findet ihr das Finish? Wie findet ihr die Farbe? Ich muss sagen, es gefällt mir gut. So an manchen Stellen, finde ich, ist sie ein bisschen schwierig. So vor allem hier in der Lidfalte sieht sie nicht ganz so ebenmäßig aus. Das kann aber auch sein, weil wir uns nicht richtig eingecremt haben vorher. Vielleicht hätten wir einen anderen Primer benutzen sollen oder überhaupt einen Primer. Ja, ich würde vorschlagen, ich mache mal mein Make-up fertig hier. Ich kann euch da eigentlich so ein bisschen mitnehmen. Ihr findet das ja eigentlich immer so ein bisschen spannend. Aber ich hole euch mal wieder ein Stückchen raus, das ist mir ein bisschen zu nah. Als Concealer benutze ich meinen allerliebsten Tarte Shape Tape. Den setze ich mir direkt hier unter meine Augen. Großflächig, viel und viel zu viel. Ich lese ja die Kommentare unter meinen Videos, ne? Und dann kriege ich auch manchmal so ein bisschen mit, wie über bestimmte Techniken von mir geredet wird. I'm living. Was ich nicht mehr tue, ich habe das letztes Jahr gelernt, ich lese nicht mehr die gefilterten Nachrichten. Also ich habe als YouTuber die Möglichkeit, Filter einzustellen mit Worten, die ich nicht lesen möchte. Und YouTube erkennt auch manche Sachen einfach selber, die Spam, die Hassrede, die Mobbing, Cybermobbing, was weiß ich auch immer sein könnten. Und die filtert er. Und manche Nachrichten rutschen da leider rein, die da vielleicht nicht reingehörten, aber ich habe aufgehört, diese Nachrichten zu lesen oder diese Kommentare zu lesen. Nachrichten lese ich immer, aber Kommentare, die von YouTube gefiltert werden oder die ein Wort beinhalten, was ich für mich entschieden habe, was nicht mit drin sein darf, lese ich nicht mehr. Und
Es geht mir so, so viel besser, weil ich einfach, ja, manche könnten jetzt sagen, ja, du versteckst dich vor der Realität, aber es mag sein, aber ich schütze mich wahrscheinlich auch so ein bisschen. Das ist für mich eine sehr, 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 sehr gute Möglichkeit, einfach zu sein mit dem, was ich denke, was ich sage und auch mit meiner Meinung oder mit meiner Art, wie ich bin, wenn ich einfach nicht, oh, ich habe Foundation auf der Kontaktlinse, einfach, dass ich nicht darauf, ich achte natürlich darauf, was ich sage, weil ich weiß, wie viele Leute mir zuschauen und dass manche auch jünger sind und so. Aber ich probiere mich nicht dem anzupassen, dass manche Leute sagen, du bist aber doof, weil du das und das machst. Und dann lese ich das und dann fühle ich mich schlecht und dann ändere ich mich für jemand anderen. Das möchte ich nicht mehr. Und das mache ich auch schon eine ganze Weile nicht. Aber Concealer, wow, Freunde, es könnte so ein guter Make-up-Tag werden heute. Gut, ich sette das einmal ganz kurz mit einem losen Puder hier von It Cosmetics. Nur so ganz leicht. Ich finde, das gibt dem Ganzen einfach viel, viel längeren Halt, wenn ich erstmal mit so einem Puder übers Gesicht gehe und den Concealer so ganz leicht sette und dann bake ich das. Dann crease das alles nicht so, es sieht alles nicht so super schwierig aus. Und ja, wir baken jetzt, Freunde. Ich mache einmal mein Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Süßen, ich habe mein Make-up einmal fast fertig gemacht. Also, overall, so wie ihr das jetzt hier seht, ne? Finde ich das Ganze gar nicht schlecht. Es sieht im Real Life. Ich weiß nicht, ob das durchkommt hier. So sieht es leider auch gut aus. Also, ich vermute, dass das Ganze nicht ewig lang halten wird, weil es einfach sehr, sehr dick ist. Also es fühlt sich wirklich schwer im Gesicht an. Ich musste ein bisschen korrigieren noch mit Foundation Puder tatsächlich, weil sich das Ganze mit dem Concealer nicht so gut vertragen hat. Aber ich möchte das Ganze gerne setten. Und ich benutze jetzt hier einfach von Make-up Obsession dieses Dewy Fix Spray Fläschchen. Da ist aber kein Dewy Fix mehr drin. Das ist meine eigene Kreation. Aus sämtlichen Foundation Setting Sprays, die für mich gut funktionieren und das ist die perfekte Sprühflasche auch noch dazu. Also ich würde das Ganze einmal kurz so ein bisschen antrocknen lassen. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, weil so gefällt mir das Ergebnis sehr, sehr gut. Es sieht natürlich Full Coverage aus, es sieht gesund aus, es sieht frisch aus, aber halt auch ein bisschen crusty. Vielleicht wird das jetzt gleich so ein bisschen besser mit dem Setting Spray, ich vermute, ja. Ich bin aber gespannt, wie lange das hält. Ich werde das Ganze jetzt tragen, solange ich kann, Freunde, weil, also ich gehe so raus, das ist kein Problem für mich heute. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich filme gleich noch ein bisschen mit. Ich vlogge auch für Dannys Kanal gleich noch so ein bisschen. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns später. So, Freunde, ich melde mich nochmal ganz kurz bei euch. Es ist jetzt fast 8. Das heißt, ich habe die Foundations, wohlgemerkt, Freunde. Die Foundations fast 12 Stunden drauf. Eigentlich 12 Stunden ungefähr. Mehr als 12 Stunden. Und ich glaube, wir haben, abgesehen von dem Bereich hier, die perfekte Foundation gefunden. Sie hält den ganzen Tag. Sie hat sich nicht zersetzt. Nach dem Baken, nach dem Setten war das richtig, richtig gut. Und ich lieb's. Ich bin richtig begeistert, dass das Ganze so gut geklappt hat. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir die ultimative Foundation erschaffen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht probiert ihr auch mal aus, eure Foundation zu mischen, falls ihr ganz, ganz, ganz viel Langeweile habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich glaube, mit dem spannendsten Video dieses Monats. Nicht dem trashigsten wie heute, sondern mit dem spannendsten. Und Freitag Teil 2 davon. Also, Freunde, passt auf euch auf. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Furchtbar.